Willkommen zurück beim Goldpriester. Wir schauen uns heute mal in diesem Battlefield 2042 Tipps und Tricks Video mal extrem geiles Waffensetup an, und zwar einmal für die Hauptwaffe und dann auch noch für die Nebenwaffe. Das Besondere bei diesem Waffensetup ist, dass ihr einmal extrem leise unterwegs seid, also ihr werdet so gut wie fast nie geortet, und ihr habt eine extrem hohe Magazingröße. In den meisten Fällen ist es ja so, gerade wenn es brenzlig wird, müsst ihr nachladen, und genau in diesem Augenblick werdet ihr dann abgeschossen. Mit diesem Setup, was ich euch jetzt hier gleich zeige, habt ihr öfters mal die Situation, dass ihr insgesamt 4 bis 5 Leute holt. Und erst dann werdet ihr abgeholt. Also das ist wirklich ein extrem krasser Wert. Das Hauptwaffensetup ist jetzt hier einmal für die BSV. Das ist ja im Pre-Life die VSS. Warum sie das jetzt hier nicht beim richtigen Namen benannt haben, verstehe ich nicht. Es kann aber natürlich auch sein, dass dafür Lizenzgebühren bezahlt werden müssen und dass EA das halt damit umgehen will. So, wir gehen jetzt direkt rein in das Waffensetup, und zwar bei der BSV habe ich jetzt hier beim Lauf verkürzten Schalldämpfer genommen. Besonders wichtig ist, dass die Feuerrate damit erhöht ist. Die Projektilgeschwindigkeit ist zwar etwas verringert, aber das macht nichts. Sie ist trotzdem extrem OP. Würdet ihr jetzt zum Beispiel den verlängerten Lauf nehmen, habt ihr zwar jetzt eine erhöhte Projektilgeschwindigkeit, dafür ist aber dann die Feuerrate reduziert. Deswegen bleibt auf jeden Fall bei diesem kurzen Lauf. Bei den Griffstücken habe ich jetzt mal folgende Sache probiert, und zwar einmal ohne gespielt und einmal mit leichter BCB-Griff gespielt. Und ich muss sagen, dieser leichte BCB-Griff macht zwar, wenn man jetzt durchs Visier schaut, das angeblich präziser, aber ihr habt auch einen ganz entscheidenden Nachteil dabei, nämlich wenn ihr diesen Griff ausrüstet, ist diese Waffen, sage ich mal, Rotiergeschwindigkeit, oder wenn ihr von links nach rechts schaut, ist die so ein bisschen getunnelt oder die ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, schwerfälliger. Und das Schwerfällige finde ich jetzt gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Wenn ihr nämlich selber den Freiraum habt, dort schnell hinzuvisieren und dann zum nächsten Gegner, ist das besser, als wenn das, sage ich mal, so getunnelt wird durch diesen BCB-Griff. Deswegen würde ich euch den Griff nicht empfehlen, sondern einfach gar keinen Griff zu nehmen. So habe ich das gemacht und das war meiner Meinung nach besser. Viele spielen dann noch den LS1-Laser. Ich würde euch den aber nicht empfehlen, weil man sieht ihn nämlich schon relativ stark. Und das würde jetzt auch nicht zum Videotitel passen. Am besten ist es, wie gesagt, ohne Griffstück. Beim Magazin habe ich jetzt hier das High-Power-Magazin genommen, und zwar das erweiterte Magazin. Das hat jetzt hier einmal eine effektive Reichweitenerhöhung, beziehungsweise die Munitionskapazität ist auf 30 Schuss erhöht. Das Standard-Magazin ist übrigens das High-Power-Magazin mit 20 Schuss. Die reichen aber im Leben nicht aus. Ihr seid eh schon die ganze Zeit am Reloaden. Diese Nahkampfmunition, die es jetzt hier noch gibt, die hat zwar 40 Schuss Magazin, aber das große Problem ist jetzt, dass die effektive Reichweite hier jetzt im Minusbereich steht, und das ist natürlich jetzt vom Nachteil, ne? Ich meine, ihr habt da tatsächlich auch mal ein paar Gefechte, die etwas weiter sind, deswegen würde ich die euch nicht empfehlen. Beim Visier, das ist so eine Geschmackssache. Ich habe jetzt das 8R Holo Visier genommen. Das Besondere bei diesem Visier ist jetzt einmal, ihr habt so zwei Punkte drin, die sind wirklich sehr präzise, auch wenn das jetzt nur 1,5-fach Vergrößerung hat. Und ein weiterer Vorteil ist, dass der Rahmen nicht so groß ist von dem Visier, also ihr werdet dadurch sozusagen nicht so viel von dem Sichtfeld verdeckt bekommen. An dieser Stelle gibt es jetzt eine kleine Information, und zwar, wenn euch weitere Videos zu Battlefield 2042 interessieren, egal ob es jetzt News- oder Tipps- und Tricks-Videos sind, könnt ihr jetzt gerne den Kanal abonnieren, und falls ihr das jetzt schon gemacht habt, wäre das auf jeden Fall jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Video zu bewerten. Jetzt geht es weiter mit der Zweitwaffe, da habe ich jetzt hier die MP28 genommen, beim Lauf habe ich den Spooky Y-Schalldämpfer genommen. Damit wird jetzt zwar die effektive Reichweitenerhöhung reduziert, aber das Besondere ist, ihr seid einmal nicht auf der Minimap sichtbar und der Schuss ist schallgedämpft. Beim Griffstück nehmt ihr jetzt wieder nichts, also ihr braucht im Prinzip eigentlich auch gar kein Griffstück. Weil es gibt jetzt hier eh sowieso nur die Möglichkeit, einmal das Laservisier auszurüsten, beziehungsweise die Taschenlampe. Und die Taschenlampe, ich weiß nicht, wer damit rumläuft, also die bringt ja überhaupt gar nichts. Beim Magazin nehmt ihr jetzt das Trommelmagazin mit 40 Schuss, das ist extrem wichtig. Der Schalldämpfer ist das Allerwichtigste, und danach kommt das Trommelmagazin von der Wichtigkeit her. Und jetzt schauen wir uns noch das Visier an. So, beim Visier, das ist wieder eine Geschmackssache, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt das gleiche nehmen. Ich habe jetzt hier das TV2X genommen. Das hat so einen kleinen Pfeil nach oben, und ich finde, das macht sich hier gerade am besten. So Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt das Setup einfach mal an. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen Gameplay zusammengeschnitten, und da werdet ihr sehen, die Leute, die sehen mich einmal nicht oder beziehungsweise hören mich nicht. Und das Krasse ist halt, durch die erweiterte Magazingröße hatte ich öfters mal die Situation, dass ich 3 bis 5 Leute geholt habe, und dann bin ich erst down gegangen. Okay Leute, jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Wir hören uns dann im nächsten Video. Macht der Bunny-Hobby? Hier macht der Teabagging. Alter, wie viel kommen da? Das waren jetzt 10 Leute oder so. Hat irgendwie gar kein Schussfeld. Ja, jetzt sind wir nicht so rumgesponnen. Die werden jetzt hier alle kommen. Du musst aufpassen jetzt. An der Brücke werden jetzt noch mehr kommen. Ich weiß nicht, die Waffe ist zu OP, würde ich fast sagen. Also man hätte erst gedacht, Liz ist zu OP. Oder der Heli, aber der Heli ist gar nicht so mega krass, sag ich mal. Und Liz ist jetzt auch nicht so krass. Die macht 20 Schaden mit ihrer Rakete oder 25 etwa.
Oh, jetzt habe ich aber gerade mal richtig einen Double Kill hier gemacht. Richtig gut. Mein Gott, dieser Ranger, wie der rumnervt, ey. Hat er sich gerade selber gekillt mit der Splittergranate? What? Ich weiß nicht, meine Maus ist schon wieder am Spinnen hier. Wird nochmal wahnsinnig. Ups, der hat die Granate fallen lassen. Nein! Er lässt da die scheiß Granate fallen und ich will in die Richtung rennen, wo die Granate nochmal liegt, ey. Manometer, das ist ja echt hier ein Pech. Junge, Junge. Hier muss man alles alleine machen. Und das nächste Silo. Alter. Sowas von nervig. Ich meine, zwei Silos hätten hier gereicht, aber vierer, das ist natürlich schon auch für die meisten, die jetzt so eine schlechte Grafikkarte auch haben. Das belastet übelst die Grafikkarte, wenn die Silos hier explodieren. Das hätten sie mal überlassen sollen hier, Flak anzugreifen. Kommt schon der nächste. Gut, der ist down. Schon wieder zwei neue. Wo kommt die denn hier jetzt alle her? Und noch einer. Meine Güte. Immer noch einer. Wo ist der denn? Jetzt aber. Krass, die hier gerade rumnerven, ey. Der sitzt da oben in der Kiste. Habt ihr das gesehen, Leute? Gut, dass ich noch ein bisschen gerutscht bin. Das war gerade noch mein Lebensretter. Der ist hier hinter der Kiste gewesen, hier. Aber echt eine gute Position, muss man mal sagen. Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Nehme ich mal so. Kleine Gun. Oh, da war noch was. Machen die denn da an der Tür? Wird hier? Die war wozu? Oh nee, Alter, jetzt kommen sie noch von der anderen Seite. Ey, sag mal, was ist denn mit dem Team hier los? Nein! Sag mal, wie viel sind denn hier noch? Ey, sag mal, ich komm hier nicht mal zum Reloaden in Ruhe. Da sind schon wieder 100 Leute an mir dran. Noch mehr kommen, wenn sie wollen. Ja, lol. Das hätte ich mir auch mal so gedacht. Ja, sag. Fast down. Mein Gott, da sind so viele. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Gut, dass man, wenn man gehackt ist, wenigstens noch schießen kann. Ich dachte, das wäre blockiert. Aber das ist gar nicht blockiert. Trotzdem haben sie gewonnen. Ich schreibe zur Bot-Ener, Bot-Team. Aber trotzdem haben sie gewonnen. Oder auch nicht. Nee, haben nicht gewonnen. Den da oben in der ersten Etage, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe keine Muni mehr, scheiße. Den habe ich trotzdem noch. Oh, was macht denn Sundance, Alter? Hat die gerade Suicide gemacht? Das war ja schon ein bisschen lustig auf jeden Fall. Ich brauche Muni, ey. Gib mir doch mal Muni, ey.
Ich glaube nicht, dass der mich gesehen hat, oder? Ich hätte es nicht mitbekommen, dass ich an der Seite stehe. Ich sage ja, das ist so bescheuert mit der Waffe. Ey, dass der Schalldämpfer was so krass ist. Du kriegst nicht mit, wo die Leute stehen, ne? Der hat mich jetzt natürlich gesehen, schade. Oder war der oben? Ne, das war sogar einer von oben. Du kriegst es einfach nicht mit, wo die Leute stehen. Du kriegst direkt vorne, vor dir kriegst du Damage rein. So 20 Meter vor dir und du weißt es nicht genau, wo das ist. Muss da schon genau drauf achten. Was hatte der denn gerade? Das hört sich schon an wie ein LMG. Vielleicht mal gucken, was die hier machen. Die haben mich ja gerade so gut geärgert hier. Dass ich jetzt mal nachwaschen muss und die nochmal holen muss, ey. Sowas nerviges, ey. Ich wäre jetzt direkt hier reingegangen und wäre jetzt vorgerusht. Jetzt haben sie natürlich einen ganz schönen Fehler gemacht hier, die Angreifer. Die halten eh eine Flagge, dann gehen die nicht mal mittig, sondern wieder auf die andere Seite. Jetzt kommen sie von der ganz anderen Seite. Also was laufen die denn bitte? Was laufen die denn bitte für eine Route? Sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Sehr komische Taktik. Ja, du kannst es wirklich nicht ordnen, ne, mit dieser VSS. Habt ihr das jetzt gesehen? Der wollte gerade schmeißen, mein Trophy-System hält das auf. War bestimmt eine Granate und ich habe ihn dabei erwischt. So muss das gehen. Oh, trau dich doch. Das war ein bisschen zu viel. Hast du dich ein bisschen zu lange getraut? Da oben ist rechts noch einer und dann unten noch einer. Hier müssen wir erstmal alles clean machen, merke ich schon. Wir sind viel zu weit vorne. Müssen wir uns erstmal freispielen. Uiuiui. Das hättest du dir gedacht. Dafür ist... Habt ihr jetzt gesehen, für was das Ding da gut ist? Okay, der ist down. Ich werde mal den Fahrzeugkill klauen. So. Oh ne, das hier erinnert es. Der hat aber Pech gehabt. Oh Mann ey, dafür hat der Glück gehabt. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier hin die Leute holen können. Hey, jetzt hat es mir echt gereicht hier hinten, du. Reicht's mir aber hier, ey. Sag schon mal ciao. Und ich habe keine Muni mehr, dann toll. Gut, dass ich noch die Handfeuerwaffe habe, die ist auch recht gut. Aber mir wäre lieber die Mainwaffe wichtiger. Mit ihren scheiß Sandelsgranaten. Oh ne, da fliegt sie direkt. Alter! Was war denn das gerade gewesen? Die ist direkt abgehoben. Ich verstehe auch gar nicht, ich spielt keine Irish, ne? Okay, jetzt kommt jemand zu mir. Ich werde, glaube ich, mal einen Irish-Guy rausholen.